Ich gebe euch meinen Tipp, das Problem mit der Jet Balance ist nicht, dass die Stinger ihn nicht treffen. Das Problem liegt eher irgendwo hier. Die Jets sind ein Problem und die Jets haben ein Problem. So viele Probleme, das ist nicht gut. Ein Hit Explo Sniper, der das Heck richtig trifft und der Spaß im Jet ist vorbei. Das ist eigentlich ziemlich lächerlich. Ich meine, überlegt es euch doch mal selbst. Sogar der Bussard als kleiner leichter Scout-Helikopter, der nun wirklich nicht über viel Panzerung verfügt, hält bis zu dreimal so viel aus wie ein Jet. Das lässt den Jet schon irgendwie traurig wirken. Zugegeben war die Explo Sniper auch als Konter gegen Jets gedacht, was viele der Bodenhansel auch immer noch nicht realisiert haben. Die nämlich, die sich jetzt alle die ganze Zeit beim Bodenhanseln darüber aufregen. Aber was will man auch von einem Spiel erwarten, das seit Monaten den One-Shot-Bug nun mal einfach nicht fixt und in dem noch Leute unterwegs sind, die ernsthaft meinen, sie könnten einen Heli mit einem Rhino-Panzer kontern. Trauriges Spiel. Idioten gibt es überall, sogar auch in meiner Community. Deswegen traue ich auch grundsätzlich meinen Zuschauern nicht. Erstmal eine Nachricht schicken von wegen, ich wäre ein cooler Typ und mich dann mit einem Jet angehen und dann glauben, es wäre so leicht, mich zu töten. Hätte ich ihn mal direkt angegriffen und ihm nicht das Vertrauen geschenkt, dass er mich schon nicht angreifen wird, wenn er da mit seinem Jet rumschwört. Aber genau deswegen kann man Jets nicht trauen und genau deswegen traue ich keinen Zuschauern und in solchen Momenten bin ich auch irgendwo dankbar dafür, dass ich einen Jet mit Leichtigkeit beseitigen kann. Aber das Problem ist halt, dass es balance-technisch nicht sonderlich viel Sinn macht, dass sowas existiert und möglich ist. Ich meine, irgendwo ist der Typ ja auch selbst schuld. Er weiß, dass ich über die Explo-Sniper verfüge von meinen Videos und dass ich sie einsetze gegen Jets und dass ich Jets auch einigermaßen zuverlässig getroffen und gegeiert kriege. Und er probiert es trotzdem mit einem Jet. Und was dann passiert ist, könnt ihr euch ja vorstellen. Spätestens als ich im Heli war und er am Boden, wurde es Zeit für ihn zu sterben, bis er dann schlussendlich passiv gegangen ist. Während ihm das alles natürlich absolut zu Recht widerfahren ist, muss ich hier mal die allgemeine Balance-Frage stellen, ob das denn überhaupt vertretbar ist, dass man mit Jets, und damit meine ich jetzt explizit Laser und Hydra, nichts mehr anfangen kann, sobald irgendwo in der Gegend einer mit Explosivmunition am Scharfschützengewehr hockt. Und ich finde, das ist ein Zustand, der irgendwo unhaltbar ist. Es spricht einfach nicht von guter Balance, dass der Jet absolut useless ist, sobald unten einer hockt, der mit den Jets Tontauben schießen macht. Aber es ist noch nicht das ganze Problem der Jet Balance. Andererseits sind die Jets auch eine absolute Übermacht, wenn da keiner mit Explosivmunition hockt. Jets sind sehr schwer zu geiern, vor allem vom Boden aus. Denn man sieht sich nun mal mit dem Umstand konfrontiert, dass sie sämtlichen Lenkraketen mit absoluter Leichtigkeit ausweichen können. Ungelenkte Raketen sind da sozusagen die einzige Option, und wenn der Jet vernünftige Manöver fliegt, trifft man die auch nicht besonders zuverlässig. Gepaart mit einer sehr kampfkräftigen Bewaffnung, namentlich den Explo-Miniguns von Laser und Hydra, sind Jets bei einem fähigen Piloten dann eine absolute Plage für die Lobby. Wohlgemerkt auch nur so lange, bis dann wieder ein Explo-Sniper auftaucht und sie wieder absolut useless sind. Was macht man da, dachten sich vermutlich auch die bei Rockstar, als sie sich überlegt haben, für die neueren Jets ein neues überarbeitetes Konzept einzuführen. Und so sind Pyro, Molotov und Co. wendiger, zuweilen schneller und definitiv besser gepanzert als Laser und Hydra, verfügen dafür aber auch nicht über das Explosivgeschütz, das den Hauptteil der Kampfkraft des Jets ausmacht. Die neuen Jets sind also schwächer, dafür aber auch schwerer zu geiern. Obendrein gab es auch noch Gegenmaßnahmen, aber da man eh ausweichen kann, sind die nicht unbedingt so nötig an Jets. Ich meine, ihr seht's ja hier, was hat es ihm geholfen mit seinen Flares? Nicht viel. Genauso wenig tragen diese Jets zu GTA Online bei. Sie sind langweilig zu fliegen oder es ist langweilig gegen sie zu kämpfen. Meistens werden sie von Noobs geflogen, die mit Explo-MGs an den richtigen Kampfjets nicht umgehen können und die lieber irgendwelche fahrenden Autos mit Lenkraketen vom Jet aus zuspammen wollen. Eine weniger aggressive Variante vom Noob-Auto in Jetform gebacken, wenn man so will. Oder sie machen gleich Kamikaze, so wie das Stück Dreck. Ärgerlich, dass ich den Kill nicht bekommen habe. Ich hatte ihn doch vorher sogar angehittet. Lächerlich. Aber mal ehrlich, es ist wirklich nervig, gegen sie zu kämpfen. Dank der erhöhten Panzerung kriegt man sie nicht beim ersten Hit gegeiert. Es ist nicht so wie bei Laser und Hydra, dass Pilotenfehler im Luftkampf sofort bestraft werden. Gleichzeitig erreichen auch diese Jets nicht sonderlich viel, wenn man ihren Lenkraketen ausweichen kann oder selber beispielsweise am Hunter über Gegenmaßnahmen verfügt.
Unterm Strich ist es also ein einziges Rumgeeier in der Luft, wo beide Spieler ihre Zeit verschwenden, solange bis einer irgendwann mal down geht. Wow. Wenigstens bekomme ich dieses Mal auch den Kill, als er auf dem Boden aufschlägt. Nicht so wie eben. Mensch, da hat ihm seine scheiß Noob-Jet-Aktion aber auch echt viel gebracht, dem elenden Franz Hacken-Tryharder. Aber gut, halten wir fest. Wenn es im Moment um Jets geht, hat man zwei Optionen. Entweder man nimmt die, die auch was austeilen können und ist im Zweifel dann One-Shot und useless, wenn Explosniper anwesend sind. Oder man greift auf die Noob-Jets zurück, die einem unterm Strich aber auch nicht sonderlich viel bringen, weil man mit denen nicht viel reißen kann. Und der crasht vor Verzweiflung in den Avenger rein, weil er nichts reißen kann. Dann kriege ich den Kill und er ist tot. Wow. Sind wir mal ganz ehrlich, der letzte interessante, gute und lohnenswerte Jet war der Hydra beim Heist-Update und das ist Jahre her und folglich eine ganz schön traurige Bilanz für Rockstar. Explosiv-Miniguns sind ja schön und gut, aber irgendwie ist es auch nicht gerade die Spitze der Skillhaftigkeit, damit einfach über ein Ziel drüber zu sprayen und beim ersten und einzigen Treffer einen Kill zu bekommen. Man hat es bei den Helis doch auch geschafft, eine skillvollere Alternative zum Savage einzuführen, in Form vom Hunter mit Sperrfeuerraketen, mit denen man schon etwas besseres Aim und bessere Präzision braucht. Ich jedenfalls finde, dass wenn man es beim Hunter ja eh schon mal geschafft hat, die richtige Kombination aus Survivability im Defensiven und Kampfkraft im Offensiven zu finden, dass man das dann doch eigentlich auch bei Jets schaffen könnte. Da könnte man sogar einige Community-Wünsche erneut berücksichtigen. Wie wäre es beispielsweise mit einem Verschnitt des A10 Warthog Jets, ausgestattet mit genug Panzerung, dass einem der ein oder andere Explosniper-Hit dann auch vollkommen am Arsch vorbeigehen kann. Der wäre dann allerdings etwas weniger wendig und etwas weniger schnell als andere Jets, sodass man ihn entsprechend realistisch mit Lenkraketen bekommen könnte. Damit man sich dagegen im Warthog zur Wehr setzen kann, hätte er natürlich ausreichend viel Panzerung, dass er nicht beim ersten Hit kaputt geht, und selbstverständlich Gegenmaßnahmen, sodass man bei korrektem Einsatz der Gegenmaßnahmen sich kurzzeitig schützen kann. Das dann noch mit einer Explosiv-Minigun wie der vom Savage, also mit etwas kürzerer Range, und man müsste schon in Anflügen etwas präziser schießen, um nicht zu sehr rumzusprayen und dann das Ziel aufgrund der kürzeren Range zu verfehlen. Ich jedenfalls denke, das wäre durchaus interessant. Oder falls ihr keine one-shottende Explo-Minigun an einem Jet haben wollt, wie wär's, wenn man die nachrüstbaren MGs vom Rogue an einen Tarnjet klatscht, im Stile des F-22. Auch das hätte durchaus was. Vielleicht noch ein bisschen Panzerung dazu, so wie am Akula, und ordentlich Reichweite und zentrierte MGs wie beim Hydra. Und dann könnte man mit dem Ding in der aktuellen Meta bestimmt auch was reißen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.